ein paar Tagen hat mich doch eine Freundin angerufen und hat mir erzählt, ich habe jetzt auch endlich mit Beton gearbeitet. Habe ich mir gedacht, du in deiner kleinen Wohnung und mit Beton und jetzt ausgerechnet im Winter, wie hast du das gemacht? Dann hat sie mir ihre Sachen gezeigt, per Foto natürlich. Und dann habe ich gesehen, ja, sieht aus wie Beton, ist aber echt kein Beton. Und habe ihr das erklärt. Und das hüpfende Komma an der Sache ist, sie hat die Sachen in Betonfarbe oder Betonoptik gestrichen, aber nicht extra Beton angerührt, um da jetzt Beton drauf zu machen oder etwas aus Beton zu modellieren. Und genau das ist jetzt natürlich das hüpfende Komma, was wir euch heute mal zeigen möchten. Hüpfende Komma oder springende Punkt. Es gibt Beton, ja, Betonfarbe oder Sachen, wie nennt sich das jetzt hier, Betonoptik, das ist jetzt so eine Masse, da kann man alle möglichen Gegenstände in Betonoptik erscheinen lassen, ohne selbst Beton anrühren zu müssen, mit richtig Beton arbeiten zu müssen, richtig in Beton manchen zu müssen. Viele manchen ja gerne, aber hier brauchst du eben nur anstreichen. Und das ist das ganz einfache, simple an dieser Angelegenheit. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch natürlich jetzt auch, weil meine Freundin so begeistert war, ich habe jetzt mit Beton gearbeitet, zeigen wir euch einfach mal die aller einfachste Variante, um Betonsachen zu gestalten. Betonoptik. Ja, Betonsachen zu gestalten, hat sie mir erzählt. Nämlich Sachen in Betonoptik erscheinen zu lassen. Und dafür gibt es dann so ein Pulver. Betonoptik gibt es bestimmt von verschiedenen Firmen. Ich habe jetzt hier von Artidee Betonoptik. Und dann sehen die Sachen wirklich so aus, als ob Beton gegossen wurde, modelliert wurde oder was auch immer. Und das ist jetzt wirklich kinderleicht, wirklich, wirklich kinderleicht. Ihr mischt euch bloß, hier steht drauf, zwei Teile Betonoptikpulver zu einem Teil Wasser. Nimmst aber kleine Menge. Ja, du brauchst da wirklich bloß eine winzige Menge. Wir wollen jetzt hier zum Beispiel solche Ostereier gestalten. Und für drei solche Ostereier habe ich hier, glaube ich, schon wieder viel zu viel drin. Also da kommt jetzt ein kleiner Schluck Wasser rein und dann ist das schon fertig. Also wirklich ein ganz, ganz winziger Schluck Wasser. Das müsst ihr dann so verrühren, dass es eine dickere Mischung an, naja, wie eine dicke Farbe oder so. Dann macht ihr halt noch ein bisschen was dazu. Ich habe dann mit dem Pinsel ausprobiert, weil so eine kleinen Messbecher habe ich echt nicht, um jetzt hier 2:1 mischen zu können. Und auf dem Pinsel kriegt man halt nicht die gleiche Anzahl oder die gleiche Menge an Wasser, um jetzt mit dem Pinsel das mischen zu können. Also habe ich mir das einfach so zurechtgemischt, dass das so eine dickere Menge geworden ist. Das seht ihr jetzt hier, dass das schön am Pinsel haftet. Und dann kann man damit so gut wie jeden Werkstoff, jedes Material damit streichen und betonartig aussehen lassen. Und da wir ja gerade beim Osterdekorieren oder bei der Osterdeko sind, haben wir uns gedacht, wir machen natürlich auch ein paar Styropor-Eier in Betonoptik. Und dann habt ihr wirklich die leichtesten Betoneier, die es gibt. Im wahrsten Sinne des Wortes eben auch ganz leicht von der Menge her oder Masse her. Und das wird einfach mit dem Pinsel so aufgestupft, aufgepinselt und trocknen lassen. Mehr ist das nicht. Und so schnell wie das Ei jetzt hier fertig war, habe ich kein anderes Betonei, was ich euch jetzt in der ganzen Zeit vorher gezeigt habe, kein anderes Ei fertig bekommen. Das ist jetzt wirklich innerhalb von ein paar Sekunden ist das fertig. Jetzt muss man das ein bisschen trocknen lassen. Und dann habt ihr Betoneier. Nach ein paar Stunden sind die Eier dann getrocknet. Ich habe jetzt hier nochmal nachgespachtelt oder nachgepinselt, wo nochmal ein Loch gewesen ist oder wo es mir noch nicht so gefallen hat. Und dann könnt ihr euch jetzt überlegen, wie ihr die dekorieren möchtet. Ich habe jetzt auf ein Ei einfach bloß mal ein paar Punkte drauf gemacht. Das geht. Oder ihr lasst die in Betonoptik. Könnt ihr da auch ein paar Terrakotta-Eier zupacken, wenn ihr euch ein Nest gestaltet. Und das ist jetzt jedenfalls die einfachste Variante, Betoneier zu machen oder in Eier in Betonoptik zu machen. Und man braucht jetzt nicht mit Knetbeton darum, manchen um Styropor in Betonoptik zu versetzen. Das geht einfach mit diesem mit dieser Paste, die man streichen kann. Ich hätte fast gesagt Betonfarbe, aber eigentlich ist es eine Paste. Also das ist dann jetzt mit Betonoptik gestrichen. Einfach nur mit dem Pinsel angestrichen, hat man ja gesagt. Wir hoffen, wir konnten euch was Neues zeigen. In diesem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.